ICF-Freudlingen Podcast. Real Life heißt diese Serie diesen Sommer, in diesen Sommerferien. Und ich liebe diese Serie. Immer wieder kommen Leute auf mich zu und sagen, ja, wisst ihr, ihr Christen, ihr lebt ja in so einer Bubble. Irgendwie so holy moly und alles wird irgendwie schön geredet und so. Und ich finde, diese Serie, die beweist eben genau das Gegenteil. Wir sind mitten im Leben, mitten im Real Life. Und meine letzte Woche, die war sowas von Real Life. Sie begann mit einer Kindersegnung, sie ging weiter mit einer Beerdigung, ging weiter mit einer Hochzeit und heute mit einem mehr oder weniger normalen Sonntag. That's Real Life. So ist mein Leben und so ist vermutlich auch dein Leben. Herzlich willkommen in dieser Serie. Ich habe in einer Bubble gelebt als Jugendlicher. Und zwar bin ich im Ermstal aufgewachsen, in diesem wunderschönen Ort Dettingen-Erms. Und jawohl, gibt's Fans hier? Yeah, gibt Fans von Dettingen. Ich muss dich leider enttäuschen, wenn du Dettinger bist, dann lebst du in einer Bubble. Also, und zwar, mein Horizont endete am Multimarkt an der Eisenbahnbrücke. Und die Dettinger, die jetzt lachen, die wissen, wovon ich rede. Da war so meine Welt zu Ende, bis ich 15 war. Mit 15 war ich im Freibad auf der Liegewiese, so wie es sich gehört, bei allen CVJ-Emmern, schöne Grenze zu den anderen. Und dann lagen wir und dann kam die Motorradgang. Eigentlich waren es Mofas. Und die kamen vom Berg. Es war Kappis und Kohlberg. Gibt's Kohlberger hier? Ja, yeah. Schön, dass ihr euch noch traut. Hey, cool. Nein, super gut. Die Kohlberger, die kamen zu uns ins Freibad und ich habe die kennengelernt und das waren so coole Jungs. Wirklich. Ich habe vom ersten Moment an habe ich so eine Zuneigung empfunden. Ich fand die einfach richtig cool und die hatten auch so coole Spitznamen. Sixt und ein kleiner Klaus und ein großer Klaus, damit man sie nicht verwechselt. Und ein Baudi war dabei. Ich dachte schon, leck, wenn die Spitznamen schon so sind, was müssen das für Typen sein? Und dann habe ich sie kennengelernt und tatsächlich, es waren nicht nur coole Spitznamen, sondern wirklich, wirklich tolle Leute, die ich kennenlernen durfte. Und im Laufe der Jahre gab es immer wieder Berührungspunkte. Und eine Geschichte begleitet mich jetzt tatsächlich, seit ich 15 bin, immer wieder mehr oder weniger intensiv und hat mich vor etwa einem Jahr nochmal ganz massiv eingeholt. Und ich freue mich, dass wir euch heute in diese Geschichte mit reinnehmen können. That's real life. Ich sage es vorab, weil man kann es kaum glauben, dass es wirklich real life ist. Und ich freue mich jetzt ganz, ganz riesig, dass wir diesen coolen Baudi heute bei uns haben. Heiko Bauder, ein Riesenapplaus. Danke, dass du heute da bist. Ja, Mike, jeder hat so seine eigene Erinnerung an die Freibadzeit. Nee, er hat schon recht, das war eine coole Sache und das gehört einfach dazu, zur Jugendzeit. Und nur der Spitzname, das war nicht meiner. Also der war schon meiner, aber der gefällt mir nicht, hat mir auch nicht gefallen, aber alles gut. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Und ich habe jetzt die nächste halbe Stunde unter das Thema Wert gestellt. Und ja, wertvoll. Was bin ich wert? Und das ist die Frage, die uns begleiten soll in der nächsten halben Stunde. Und um dem ein bisschen nachzuspüren, hätte ich gerne zwei Freiwillige aus dem Publikum. Jetzt sind natürlich immer alle total motiviert, auf die Bühne zu kommen, das weiß ich. Und deshalb habe ich einen Freiwilligen schon auserkoren, der weiß es nur noch nicht, aber der lacht schon, der weiß es. Ja. Der Freiwillige heißt Armin. Armin, komm bitte auf die Bühne. Hallo, hallo. Ei, Heiko. Was macht man für seinen alten Ausbildungsmeister? Ja, uns verbindet eine Zeit, er als Azubi, ich als Ausbilder.
Und er hat mir gestern eine WhatsApp geschrieben und hat gesagt, ist schnell vorbei, ich bin gerade unterwegs, habe ich gesagt, geht nicht, ich habe Besuch. Und habe gesagt, komm morgen in ICF, jetzt ist er da. Und habe natürlich gestern schon im Hinterkopf gehabt, dass ich ihn heute noch brauche. Armin, schön, dass du dich bereit erklärst. Und, was kommt jetzt? Ich brauche Freiwillige, die ein bisschen sportlich sind. Also praktisch so ähnlich wie er. Muss nicht ganz so sein. Und ich brauche noch einen jungen Mann, der sich traut, hier mit auf die Bühne zu kommen. Nein? Die Jungs da? Hier, den Menschen mit dem weißen Hemd. Nein? Super. So, du bist? Ich bin der Janis, hi. Okay. Janis, kannst du uns kurz was zu dir sagen? Wer du bist, woher du kommst? Also ich komme aus Mössing. Mhm. Genau, bin hier im ICF seit einer Weile. ja. Ich weiß nicht. Reicht? Alles. Ja. Passt, ja. Wer noch mehr von Janis wissen möchte, natürlich im Anschluss an den Gottesdienst. Diese zwei jungen Männer, die werden jetzt in den nächsten Minuten eine tragende Rolle spielen. Und zwar geht es um diesen Thema, brauche ich ja gar nicht, genau, um diesen Thema Wert. Und ich möchte euch mal fragen, Armin, ich fange bei dir an. Einfach mal eine direkte Frage. Bist du wertvoll? Ja. Ja? Absolut, ja. Absolut. Und wer gibt dir deinen Wert? Wir sind ja hier in der Kirche, deswegen muss ich Jesus sagen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal ist es doch nicht so. Aber Jesus ist schon. Ja. Okay, okay. Aber manchmal definieren wir uns einen Wert auch über andere Sachen, über unsere Arbeit, blablabla, was wir leisten. Okay. Punkt, genau sowas in die Richtung. Gut, also du würdest sagen, Jesus gibt dir deinen Wert und das, was so im Alltag passiert, ne? Gut. Janis, wie ist das mit dir? Also ich glaube, ich kann dem Armin da zustimmen. Also ich würde schon auch sagen, Jesus gibt mir meinen Wert. Aber ich kenne das auch, dass irgendwie manchmal so weltliche Dinge ja, mir auch einen Wert verleihen oder ich möchte mir einen Wert verleihen durch weltliche Dinge. Ja. Okay, dankeschön. Ihr dürft noch nicht gehen. Ja, ich möchte mal ganz am Anfang weggehen von Jesus und einfach mal ins Weltliche gehen, weil das ist das, was uns begleitet. Mike hat vorher gesagt, der Alltag, der holt uns ein. Spätestens, wenn wir hier zur Tür rausgehen, stehen wir drin und dann sind wir alles einfach Menschen. Und in der Regel ist es so, dass unser Wert definiert wird über Lob zum Beispiel. Wenn wir jetzt bei der Arbeit was gut machen, beim Armin, wenn er seine Sache gut gemacht hat, hat er ein Lob gekriegt. Und dann ging es beim nächsten Mal gleich besser. Das heißt, Lob und Anerkennung, das ist so eine Sache, die wir alle brauchen, die unsere Kinder brauchen, ja, vorwärts zu gehen. Ich weiß nicht, wer von euch gerade so ein kleiner Scheißer da hat, der noch nicht wirklich richtig laufen kann, der sich dann anfängt hochzuziehen an der Wand und am Schrank und dann kriegt er ein Lob und dann strahlt er und dann probiert er das wieder und irgendwann kann er laufen und so geht es weiter. Wir sind darauf angewiesen, dass wir von außen Bestätigung bekommen und Lob bekommen, dass jemand stolz auf uns ist. Oder wenn wir wissen, man kann sich auf uns verlassen. Wir haben eine Aufgabe bekommen, wir erledigen die und wir bekommen dann Anerkennung dafür. Und dann wird es auch ausgesprochen, hey, du bist jemand, auf den kann man sich echt verlassen. Und so ein Lob, das kann, wenn man das richtig einsetzt, uns zu Höchstleistungen antreiben. Nicht nur im Beruf, sondern auch vielleicht hier in der Kirche, ja, dass man sagt, hey, ja, ich packe damit an und jemand sagt, ich mache das gut und dann bringe ich mich ein und dann bin ich hier dabei und dann kann sowas wie hier entstehen. Ja. Das ist die eine Säule. Und der Armin ist jetzt meine Lobsäule. Janis, du darfst ein bisschen herkommen. Das heißt, wenn ich von außen Impuls kriege. Jetzt kann das aber durchaus passieren, dass ich nicht so derjenige bin, der im Vordergrund steht und das Lob manchmal so ausbleibt oder dass auch die Wertschätzung nicht unbedingt so kommt, wie sie kommen sollte. Und dann ist es ganz wichtig, und das haben wir auch als Mensch bekommen, diese Eigenschaft,
dass wir uns selber auf die Schulter klopfen können. Dass wir sagen können, hey, ich habe ein bestimmtes Ziel und da möchte ich drauf hingehen. Bist du Sportler? Ja. Ja? Also gerade nicht aktiv, aber... Okay. Ja, und egal, was man macht im Sport, als Fußballspieler möchte man gewinnen, als Läufer möchte man als Erster über die Ziellinie gehen und da tut man ganz arg viel dafür. Das heißt, man strengt sich an, man trainiert, man setzt sich ein Ziel und je näher man diesem Ziel kommt, umso näher merkt man, hey, wow, ich hab's drauf. Ich hab's echt drauf. Ich hab geschuftet und gemacht und am Ende steht vielleicht sogar dieser erste Platz oder dieser Sieg im Fußball. Wenn man praktische Aufgaben erledigt, ja, so wie hier zum Beispiel, man kann sich loben, ne, zu sagen, hey, wow, was haben wir hier miteinander auch in der Gemeinschaft geschafft? Oder im Fall vom Armin, eine erfolgreiche Ausbildung abgeschlossen, die Mühe hat sich gelohnt und ich kann mir auch selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich habe mich eigentlich ganz gut gemacht. Ja? Und da wäre jetzt der Janis meine zweite Säule. Praktisch so dieses Eigenlob. Ja, ich habe was erreicht, ich habe was getan, es ist auf meiner Leistung entstanden. Dann dürft ihr mal näher kommen zu mir. Und jetzt bitte ich euch, dass ihr euch mal gegenübersteht, an den Händen nehmt. Ja, genau so, das passt schon. So, und jetzt haben wir ja hier zwei Säulen. Und jetzt würde ich gerne mal testen, wie stabil ihr tatsächlich seid. Ja, das heißt, ihr dürft ein bisschen runtergehen, ich bin schon etwas älter. So, und jetzt dürft ihr mich mal hochheben. So geht es. Ja. Ja, ich nehme euch mal in den Arm. Es geht noch ein bisschen weiter. Ja. Also, voilà, alles perfekt. Ich werde gelobt, ich bekomme Wertschätzung, ich kann mich anstrengen, ich erreiche Ziele. Voilà. Es läuft, das Leben läuft, ich habe es im Griff, alles gut. Und jetzt merke ich schon, da fängt es hier zu zittern an unter mir, ja, so die Schweißperle kommen ein bisschen. Wie lange packt er denn das noch hier? Ja, mach mal nach, langsam. Ja, ja, also gut. Okay, wenn ich das jetzt übertreiben würde, dann würde meine Säule einfach abbrechen. Ja, die würde irgendwann loslassen. Das machen wir jetzt mal. Genau, super. Vielen Dank euch, ihr dürft euch wieder setzen. Genau, und das ist die Frage. Wenn unser Leben läuft, dann scheint alles gut zu gehen. Dann haben wir das im Griff und dann kommen wir mal so in den Gedanken rein, bin ja eigentlich unantastbar. Mir kann eigentlich nichts irgendwas anhaben. Mike, damals, Mofa, wir sind unsterblich. Mit 18, 16, wie alt wir auch waren. Ja? Aber was passiert, wenn die Säulen nicht mehr tragen, wenn das Lob ausbleibt? Wenn ich mich vielleicht auch selber nicht mehr motivieren kann, wenn das Ganze um mich herum dunkel wird, was ist, wenn es mir den Boden unter den Füßen wegzieht, welche Säule trägt mich denn dann? Und da komme ich zu einer Geschichte, meiner Geschichte, da ist genau das passiert, von einer Sekunde auf die andere hat es mir den Boden unter die Füße weggezogen. 24. Juni 1992, war damals 21 Jahre alt, war beim Wehrdienst bei der Bundeswehr und wir hatten eine Übung, eine viertägige Übung und an dem Tag sollte sich mein Leben für immer verändern. Was war passiert? Wir waren als eine der Letzten angekommen auf dem Übungsplatz und mussten uns sammeln auf dem Gelände, um zur Manöverkritik anzutreten. Und wie gesagt, wir waren, also mein Partner und ich, wir waren eine der Letzten, die angekommen sind auf dem Übungsplatz. Wir waren alle mit Fahrzeugen unterwegs, das heißt, es gab am Übungsplatz eine ganz, ganz lange Schlange mit Militärfahrzeugen am Weg aufgereiht. Wir waren eines der Letzten. Wir waren total übermüdet. Wir hatten zu dem Zeitpunkt nachts scharfe Munition in der Waffe. Die wurde in der Regel morgens eingesammelt. Und das war schon eine psychische Herausforderung. Wir sind dann, haben uns auf den Weg gemacht, zu zweit Richtung Manöverplatz, also wo die Manöverkritik stattfinden sollte. Und ich hatte noch den LKW abgetarnt und mein Kamerad lief vielleicht so 20 Meter vor mir. Und ich bin ihm hinterher getrottet und sehe in die Augenwinkel, wie zwischen dem LKW und dem Anhänger
ein Maschinengewehr steht. Oder besser gesagt ein Schnellfeuergewehr, ein sogenanntes G3. Und ich dachte mir, warum steht hier ein Gewehr rum? Keiner da. Und dann weiß man bei der Bundeswehr, man soll dieses Gewehr, wenn man eins findet, immer überprüfen, ob es geladen ist. Jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt das Gewehr, zieht den Ladehebel durch, schaut rein, ob eine Patrone drin ist. Wenn ja, holt man die raus und entspannt dieses Gewehr wieder. Wenn man die Waffe reinigt, nachdem man zum Beispiel bei Schießübungen war, ist es so, dass man das schneller machen kann. Das heißt, man baut die Waffe wieder zusammen nach dem Reinigen und die Funktionsüberprüfung geht so, dass man das Gewehr auf dem Oberschenkel ansetzt. Man zieht den Ladehebel durch, man weiß ja, dass nichts drin ist in der Waffe, entsichert und drückt ab und dann macht das Gewehr Klick. Zu dem Zeitpunkt damals war es so, dass die geladenen Magazine bezeichnet sein mussten. Das Magazin war nicht bezeichnet, dafür aber das Gewehr. Ich weiß nicht mehr, wie es ging. Auf jeden Fall habe ich diesen Vorgang so gemacht wie beim Waffenreinigen. Das heißt, ich habe mir den Punkt erspart, in diesen Lauf zu gucken und habe das Gewehr entsichert und habe abgedrückt und es ist ein Schuss losgegangen und ich habe zuerst gedacht, shit, da war Munition drin, oh je, es gibt ein Donnerwetter. Und im nächsten Moment fällt mir ein Kamerad vor die Füße. Er hatte sich in der Funkerkabine auf dem LKW befunden und muss in dem Moment, wo der Schuss losgegangen ist, aus dieser Funkerkabine gekommen sein. Und ich habe ihn praktisch voll erwischt. Ich war total im Schock. Ich dachte, wo kommt der her? Und ich habe das dann erst kurz danach realisiert, dass das ja mit meinem Schuss zusammenhängt. Es waren dann gleich ganz viele Soldaten da, Offiziere und so weiter, haben die Erstversorgung übernommen. Ich wurde vom Platz des Geschehens weggebracht. Mir war sofort klar, da ist was ganz Dramatisches passiert. Und ja, ich wurde dann abtransportiert, wurde in die Kaserne verbracht, war eine Stunde eingeschlossen mit einem anderen Kameraden, der mich auch mit scharfer Waffe bewachen musste. Und ich habe diesen Soldaten, der tut mir heute noch leid, die ganze Zeit über nur angeschrien. Warum, warum, warum muss das passieren? Und ich habe immer gebetet und habe gesagt, Gott, lass ihn bitte nicht sterben, lass ihn nicht sterben. Und auf der anderen Seite habe ich Gott angeklagt und habe gesagt, warum, warum muss das passieren und warum mir? Und so nach einer Stunde ging die Tür auf, es kamen die Offiziere rein und der katholische Pfarrer von damals, der die Kaserne betreut hatte, und im Gesichtsausdruck habe ich schon gewusst, das ist die schlimmste Befürchtung, sind eingetreten. Mein Kamerad hat es nicht überlebt. Ja, ich war schuldig. Ich habe dieses Gewehr in der Hand gehabt, ich habe abgedrückt, ich habe eine Pflicht vernachlässigt, warum auch immer, und war plötzlich schuldig am Tod von einem Mensch, mit dem ich Tage davor noch zusammengesessen bin und die Zeit verbracht habe und wir uns wertgeschätzt hatten. Es gab dann ein Jahr später eine Verhandlung, ich wurde zu 8 Monate auf Bewährung verurteilt, fahrlässige Tötung eines Menschen, musste dementsprechend Strafe zahlen und damit war der Verwaltungsakt in der Geschichte erledigt. Und ich stand da und habe mir die Frage gestellt, was bin ich eigentlich noch wert, wenn ich schuld bin am Tode eines Menschen? Und vielleicht stellt sich jemand von euch hier auch heute Morgen die Frage, was bin ich noch wert, wenn Doppelpunkt? Es kann jeder seine eigene Geschichte einsetzen. Das muss nichts so Dramatisches sein. Das sind manchmal Kleinigkeiten, wo man einfach sagt, hey, bin ich denn überhaupt noch was wert? Und um der Frage nachzugehen, würde ich euch gerne nochmal ein bisschen mit reinnehmen. Keine Angst, muss keiner auf die Bühne kommen. Ich brauche jemanden, der heute Morgen zufälligerweise 20 Euro in der Tasche hat. Mal jeder nachgucken. Brauchen wir.
Als Schein. Dann nehme ich den. Jawohl, Dankeschön. Also nochmal gut angucken, gell? €20. Kennt jeder, hat jeder in der Tasche, manchmal, nicht immer. Und jetzt frage ich einfach, was ist dieser Schein wert? Was ist der wert? €20, genau. Und woher weißt du das? Das steht drauf, da steht €20 drauf. Ja? Und jetzt die Frage, wer gibt denn diesem Schein diesen Wert, €20? Wer bestimmt, dass dieses blaue Ding €20 wert ist? Bitte? Wir? Ja, und zwar in dem Sinne vom Gegenwert, was wir kaufen können mit diesen €20. Und da gibt es noch eine Notenbank, die hat bestimmt, dass dieser blaue Schein €20 wert ist, dass wir mit dem bestimmte Dinge kaufen können. So, jetzt versuche ich mal, diesen Schein zu falten. So, jetzt kann ich nicht mehr lesen, was da drauf steht. Wie viel ist er jetzt noch wert? Immer noch €20, weil ich es weiß. Ja? So, jetzt nehme ich den Dinger und knitter den mal zusammen. Sorry. Ups. Die Frage, was ist er jetzt noch wert? Immer noch €20. Ja? Auch wenn der so ein bisschen zerknautschelt aussieht, der ist €20 wert. Jetzt nehme ich den. Na, der will nicht. Der wehrt sich. So. Trampel auf dem rum, versucht den Platz zu machen. Jetzt sieht er schon echt komisch aus. Ja? Aber wie viel? €20. Genau. Jetzt kommt der Super-GAU. Ich reiß den jetzt hier auseinander. Nein, mache ich nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, wenn 2/3 vom Schein übrig sind, ist er immer noch €20 wert. Also jetzt stellen wir uns das mal vor, der wäre zerrissen, er wäre immer noch €20 wert. Und so ist auch unser Leben. Wir kommen schön glatt auf die Welt, es ist alles schön gebügelt, er kommt ganz neu aus der Presse, wir kommen ganz neu auf die Welt, wir sind noch unbefleckt und ja, unbeschwert. Und das Leben spielt uns manchmal einfach mit. Ja? Da werden wir mal zusammengefaltet. Da spielt uns das Leben einfach so mit, ja? Dass wir total zerknittert sind, dass wir sagen, hey, was ist eigentlich los? Ja, bis gerade eben war doch noch alles gut und jetzt hat es mich komplett zusammengefaltet. Oder es wird auf unsere Gefühle rumgetrampelt, bis zur Schmerzgrenze oder darüber hinaus. Und im schlimmsten Falle zerreißt uns das Schicksal. Und das ist unser Leben. Und dann ist die Frage, was machen wir denn jetzt mit diesem zerknitterten Schein? Und jetzt sind wir alle Menschen. Jetzt fangen wir nämlich an, zu versuchen, unser Leben wieder glatt zu bügeln. Und da hat jeder so seine Bewältigungsstrategie und seine Art, das zu machen. Und oftmals sind wir einfach so, dass wir sagen, den Schein wahren. Ja? Wir möchten eigentlich nicht schwach sein. Und wir möchten auch nicht irgendwie zeigen, dass es uns nicht gut geht, weil wir müssen ja irgendwie funktionieren. Das muss ja weitergehen. Und da sind wir immer dran, einen guten Eindruck zu machen, uns noch mehr anzustrengen, dass das vielleicht nächstes Mal nicht mehr passiert, vielleicht auch einer Beziehung aus dem Weg zu gehen, um nicht wieder verletzt zu werden, um nicht wieder zusammengefaltet zu werden. Und wir schwören uns, dass nie jemand mehr auf unsere Gefühle rumtrampelt. Die Frage ist, schaffen wir das? Wir schaffen das nicht. Dazu sind wir gar nicht angelegt. Weil das Leben, in dem wir stehen, wird uns immer irgendwann mitspielen, übel mitspielen. Und es wird keiner durchs Leben gehen, der dann irgendwann eine Zeit hat, wo ihm genau das passiert, was diesem Geldschein passiert ist.
Aber da gibt es einen, der hat versprochen, dass wenn wir ihm unsere Schuld bringen, unsere Zerrissenheit, unseren Zerbruch, unsere Not, unsere Enttäuschung, unsere Ausweglosigkeit, alles, was uns irgendwie diesen Zustand raubt, wie es mal war, dass er sagt, hey, bring das zu mir ins Kreuz. Ich bin da dafür gestorben, ich bin ins Kreuz gegangen. Und in Jesaja 43, Vers 16 steht, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen, bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das heißt, vorher haben wir gesagt, ewiger König, du bist mein ewiger König. Wir sind seine Kinder. Und was Gott dann macht, er nimmt den Schein, sagt, bring den mir. Und bei mir sieht es nachher so aus. Das heißt, er macht unser Leben neu. Bitte schön. Das heißt, wenn wir ihm eingestehen, dass wir es nicht selber können, dann macht er unser Leben neu und sagt, hey, ich bin da, du bist mein Kind und ich bin für dich gestorben. Und es geht dann aber nicht über Nacht, ja, dass er sagt, wenn du morgen aufwachst, ist alles wieder easy going. Das ist eine lange Zeit, die mir mit Gott an seiner Hand gehen dürfen. Aber er ist mit dabei. Bei mir ist es jetzt über 30 Jahre her. Und ihr merkt, es beschäftigt mich heute immer noch und es wird so bleiben. Aber ich weiß, dass da einer mitgeht. Und jetzt zur Frage vom Anfang nochmal. Wer gibt mir dann meinen Wert? Nicht die Menschen. Nicht das Lob und die Anerkennung. Die brauche ich auch. Und die eigene Leistung. Das gibt aber Gott. Sondern ich bin etwas wert, weil ich ein Königskind bin, weil Gott gesagt hat, du bist mein. Und da gibt es im Psalm 139 eine ganz tolle Stelle, die möchte ich euch noch vorlesen. Denn du selbst hast mein Inneres gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ich preise dich, dass ich so wunderbar und staunenswert erschaffen bin. Ja, das habe ich erkannt, deine Werke sind wunderbar. Nie war ich unsichtbar für dich, als ich unbemerkt Gestalt annahm. Tief unten auf der Erde kunstvoll zusammengefügt. Du sahst mich schon, als ich ein Knäuel von winzig kleinen Zellen war. Und bevor mein erster Tag begann, stand mein Leben in deinem Buch. Und das finde ich so unheimlich schön, dass Gott weiß, wer ich bin. Und zwar so klein, als ich noch Zelle war, bis hier heute. Und ich stehe im Buch. Er hat mich gesehen und er sieht mich heute und er sieht mich auch in Zukunft. Und wir sind Königskinder. Das gibt uns unseren Wert. Alles, was wir selber tun, kommt alles aus Gott. Wir können nichts alleine, sondern nur in seiner Gnade, jeden Tag. Das wollte ich euch heute Morgen mitgeben. Du hast ein Buch geschrieben. Warum? Mein Gott. Mein Gott, warum? Mein Gott, warum? Mein Gott, warum? Ja. So rum. Und die Geschichte, die du uns jetzt erzählt hast, dieser Unfall bei der Bundeswehr, das ist ja ungefähr ein Zehntel, oder? Von dem Buch. Ein großes Zehntel, aber es ist ein Zehntel, ja. 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 Es geht Kapitel für Kapitel weiter. Das kannst, also wir brauchen viel Zeit, wenn du das alles jetzt erzählen wolltest. Von wegen Happy Clappy und so und dann Schuld vergeben und jetzt geht's gut weiter. So war es ja nicht. Nee. Was gibt dir die Kraft, heute hier zu stehen und wirklich Zeuge zu sein? Zeuge für ein Leben, in dem so beinahe alles schiefgegangen ist, was schiefgehen kann.
aber auch unendlich viel Gnade, unendlich viel Bewahrung, irgendwie beides in einem Leben drin. Was gibt dir heute die Kraft, dafür Zeuge zu sein? Also wie der Mike schon sagt, da kamen noch ein paar Katastrophen dazwischen, die würde da jedes Mal nochmal den Morgen füllen, aber es war einfach so, immer wenn die Nase ein bisschen über dem Wasser war, kam der nächste Tiefschlag und es war irgendwann, und deshalb heißt das Buch auch Mein Gott, warum, habe ich mich gefragt, warum trifft eigentlich uns immer diese ganze Scheiße, auf Schwäbisch. Ja? Und im Nachgang, und das ist das Gemeine an der ganzen Sache, im Nachgang, jetzt 30 Jahre später und auch dazwischendrin, schon nicht erst jetzt, sondern auch dazwischendrin, wenn Dinge dann sich praktisch wieder gelöst haben, dann durften wir sehen, mit welchen Segnungen und mit welcher Gnade uns Gott beschenkt hat. Im Nachgang, nicht drin. Ja? Drin sind wir im tiefen Tal. Dann ist es wirklich so, da gilt es dann nur einfach zu sagen, hey, ich nehme deine Hand und irgendwie bring mich da durch. Und im Nachgang dürfen wir sehen, da haben Menschen für uns gebetet, da haben sich Leute aufgetan, die haben wir vorher gar nicht gekannt. Da sind wir bewahrt worden vor noch viel Schlimmerem. Und da durfte mir, und das ist mir ganz wichtig, zum Säge werden. Da hat Gott gesagt, hey, ich möchte dich gebrauchen. Ja, also wir machen seit 30 Jahren Jugendarbeit und wenn ich sehe, welche Menschen uns Gott geschenkt hat und die mir tangieren durftet, dann ist das für mich ein Segen. Ja. Aber nur im Nachgang. Einfach, und das ist, glaube ich, dieser Glaube und diese Hoffnung, die müssen wir aushalten, zu sagen, hey, ich kann nicht mehr, ja, ich kann nur eins nicht machen, ich kann nur deine Hand nehmen und im Vertrauen auf dich vorwärts gehen. Ja. Irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, das Leben wird nach vorne gelebt und nach hinten verstanden. Schön, wenn es so ist. Aber bei dem, was bei euch alles passiert ist, denke ich, seid ihr heute noch weit davon entfernt, das alles zu verstehen. Ihr habt es überlebt. Ja. Ihr seid immer noch im Glauben unterwegs. Ihr seid immer noch auch voller Hoffnung unterwegs. Aber ihr könnt ja jetzt nicht sagen, so, wir haben das alles verstanden. Es gibt für alles eine Erklärung. Worauf ich raus möchte, ich hätte noch 100 Fragen heute, aber worauf ich raus möchte, es gibt viele Menschen in dieser Gemeinde und sicher auch im Stream, die unterwegs sind, die gerade an so einem Punkt sind in ihrem Leben, wo sie an dieser Frage des Warums scheitern, wo sie einfach zerbrechen an dieser Frage. Was würdest du uns als Rat mitgeben? Und jetzt nicht als Rat von einem, der es weiß und verstanden hat, sondern als einer, der es überlebt hat. Was würdest du uns mitgeben? Wie kann man mit dieser Warum-Frage weiterleben? Okay. Also ich möchte das zweiteilen, die Frage. Also das eine ist, jetzt frage ich mich auch heute noch, jetzt habe ich gerade eben gesagt, wir haben ganz arg viele Segnungen erlebt, wir haben ganz arg viel Gnade erlebt und dürftet Menschen kennenlernen, die uns auch bereichert haben. Und da bin ich Gott unheimlich dankbar dafür. Aber unterm Strich steht für mich immer noch ein Menschenleben. Mein Kamerad ist tot. Ja, ich bin jetzt da. Er hatte auch Wünsche und Träume. Ja, er war damals 20 Jahre alt. Für ihn ging das Leben nicht weiter. Und da gibt es eine Familie dahinter, die hat jetzt keinen Sohn mehr. Und das ist was, die Frage wird sich hier nicht beantworten. Die nehme ich mit in den Himmel. Und das habe ich Gott auch gesagt. Und das war auch mein Überleben. Er hat es gesichert, dass ich gesagt habe, Gott, und wenn du wirklich real bist, dann habe ich da noch ein paar Fragen, wenn ich bei dir bin. Und das war auch am Anfang der Antrieb zu sagen, ich möchte zu dir kommen, weil ich möchte wissen, warum. Das ist der eine Teil der Frage. Und der andere Teil, ich habe dann irgendwann mal versucht, das zu ergründen, was macht das Warum mit mir. Und das Problem ist bei der Warum-Frage, ich schaue immer nach hinten. Das heißt, das, was passiert ist, liegt hinter mir. Und ich habe meinen Blick praktisch immer in die Richtung. Und ich sage, Gott, warum guck dieses Elend an? Ja, was ist passiert? Warum muss das mir passieren? Und wie soll ich damit umgehen? Wie soll ich leben? Das heißt, ich beschäftige mich immer mit der Vergangenheit. Aber ich kann diese Vergangenheit nicht ändern. Die ist dahinter. Ich kann es nicht. Ich kann mich auf den Kopf stellen. Ich kann tausendmal überlegen, was hätte ich anders machen können. Es geht nicht. Ich kann keinen Hebel mehr bewegen, um das, was hinter mir liegt, irgendwie ungeschehen zu machen. Und dann habe ich versucht zu sagen, okay,
was ist in der Zeit passiert, was hat mir Stütze gegeben, was hat mir Halt gegeben, was habe ich gelernt in der Zeit, was hat mich vielleicht auch stark gemacht im Nachgang. Und dann ist es total cool zu sagen, hey, wozu ist denn das vielleicht passiert? Und diesem Wort wozu steckt die Zukunft. Und das finde ich total klasse, ja, weil die Zukunft, die liegt vor mir und die kann ich mitgestalten. Und ich denke, deshalb bin ich auch heute hier, ja, dass ich mitgestalten kann und ja, das einfach auch so weitergeben kann. Ja. Auf der Bühne werden ja immer Sprüche geklopft. Da kann man so Weisheiten von sich geben. Das klingt auch immer super, wenn man auf der Bühne ist. Jemand hat mal zu mir gesagt, weißt du, wenn man so im Licht steht, dann wirft es nach hinten immer Schatten. Und das klingt voll gut, wenn es einem gut geht. Wenn man gerade so im Licht steht, dann ist das schön. Aber wenn man eben in diesen Tiefpunkten ist, dann ist es fast wie ein Schlag ins Gesicht. Auch mancher Bibelvers, der dann verwendet wird. Was hat dir persönlich am meisten geholfen in diesen tiefsten Phasen deines Lebens? Was war eine echte Hilfe? Also zum Thema... Außer Jesus. Jesus ist immer richtig in der Kirche, aber... Zum Thema Bibelvers... Ich glaube, wenn mir einer gekommen wäre mit dem Bibelvers, den hätte ich vom Hof gejagt. Ja, weil das Letzte, was du brauchen kannst, ist, dass dir irgendeiner einen schlauen Bibelspruch vorsetzt. Das bringt gar nichts. Im Gegenteil. Das verstärkt das Warum noch viel, viel mehr. Und einfach da sein. Das ist, auch wenn wir sprachlos sind über das, was passiert, wenn wir eine Beziehung haben zu diesem Menschen, da sein. Einfach signalisiere, hey, ja, bin da. Und wenn irgendwas ist, ich nehme dich in den Arm, ich bin da, ich kann trösten. Und wir haben immer das große Problem, wenn was passiert, dann stehen wir immer sprachlos davor. Und dann sagen wir, boah, what, Jesus, warum? Ne? Und dann nicht zu verharren, sondern einfach zu sagen, auch wenn ich eine Sprachlosigkeit habe und wenn sich alles in mir drin wehrt, weil wer soll ich diesem Menschen sagen? Hinzugehen und einfach zu signalisieren, ich bin da. Und das ist Freundschaft. Ja. Wow. Heiko, was mich an dir extrem berührt, wirklich, ist, du bist heute immer noch da, du gibst Zeugnis, du predigst auch über das, aber du bist eben immer noch berührt. Die Emotionen sind immer noch da und du versteckst dich vor denen nicht. Und das ist ein Riesenrespekt von meiner Seite an dich. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, dass du durch diese halbe Stunde mit uns gegangen bist und uns einen Einblick gegeben hast. Dir einen Riesenapplaus. Danke. Wir haben gesagt, wir wollen heute nicht einfach nur Zeuge sein von dem, was du erlebt hast, was wir erlebt haben. Wir möchten auch für dich beten. Und wenn du an einem Punkt in deinem Leben stehst, wo du sagst, hey Mann, mich quält die Schuldfrage oder mich quält die Warum-Frage oder mich quält dieser Punkt, hey, ich weiß nicht, was ich wert bin. Ich bin so angestrengt, so müde davon, immer meinen Wert mir selber geben zu müssen. Da möchte ich dich jetzt einfach einladen, dass du aufstehst und wir möchten für dich beten. Es geht nicht um deinen Nachbarn, es geht nicht darum, wer sonst noch so jetzt aufsteht und was der wohl für ein Päckchen hat, sondern es geht wirklich um dich, um deine Geschichte, um dein Päckchen, das Gott dir auferlegt hat und wir möchten gerne für dich beten. Und wer das in Anspruch nehmen möchte, den möchte ich einfach bitten, aufzustehen. Ja, Vater, wir leben in einer komplizierten Welt. Wir sind angefochten jeden Tag. Und du weißt, am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Freundschaft, egal wo, es läuft nicht immer alles glatt. Und die Tage, an denen das wirklich gut läuft, wo wir pfeifend aus dem Haus gehen, sind die guten Tage. Aber es sind einfach auch die Tage da, wo wir uns fragen, hey, warum? Warum ist das passiert? Warum passiert das mir? Oder wieso läuft es immer bei mir irgendwie schief? Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du uns ins Herz sprichst, Herr, dass du sagst, hey, es ist das Leben, es ist leider so. Und ich möchte dich einfach einladen, an meiner Hand durchzugehen. Und da möchte ich euch,
ihr einfach auch einladen, dass ihr diese Hand ergreift, dass ihr mit diesem Gott durch euer Leben geht. Es gibt nichts, was trägt und vor allem nichts, was wir selber machen können. Und da bitte ich dich, Herr Jesus, mach uns das klar. Komm du in unser Leben und ja, zeig du uns auch, dass es hinter diesem dunklen Tal das Licht gibt und die grüne Wiese, die du uns versprochen hast. Und das durfte ich erleben und das wünsche ich jedem, der gerade im Tal ist, dass er das auch erleben darf. Und am Ende, Herr, sagst du, ist die Gemeinschaft bei dir und das ist unser Ziel. Nicht, dass wir hier irgendwie auf der Welt groß was geltet, sondern am Ende gilt's. Und da möchte ich dich bitten, dass du uns in deiner Hand durchführst bis dahin. Vater, manchmal ist das Leben so grausam, so ungerecht, so wenig begreifbar. Und wir machen die Augen auf und wir sehen auf uns selber, wir sehen auf unser Umfeld, wir sehen auf Umstände, Situationen und wir sehen nichts von dieser Herrlichkeit, die in der Bibel beschrieben ist und die du über uns ausgesprochen hast. Vater, wir brauchen Heilung an unserem inneren Auge. Wir brauchen, dass du uns wieder neu herstellst, dass wir uns selbst, dass wir unsere Lebenssituation, dass wir das, worin wir stecken, mit deinen Augen sehen können. Vater, und wir kommen zu dir wie ein Blinder und wir beten, dass du uns die Augen öffnest, dass wir uns selbst sehen können, wie du uns siehst. Und ich spüre gerade, dass wirklich Leute hier in diesem Raum sind, die massivst leiden unter dieser Blindheit. Sie wünschen sich selbst anders sehen zu können. Und ich bete für dich heute. Ich bete, dass Gott dir die Augen öffnet. Ich bete, dass du dich selbst in einem neuen Licht sehen kannst. Dich selbst und deinen Wert und deine Zukunft. Jesus, und in deinem Namen möchte ich Freiheit aussprechen über den Menschen. Du bist gekommen, du hast gesagt, du bist gekommen, um Kranke zu heilen, um Gefangene freizusetzen, um Leben wieder neu herzustellen. Und vielleicht ist das ganz speziell für dich heute und ich bete für dich jetzt, dass dein Leben noch einmal neu beginnen kann. Dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, sich ausbreitet über dir und in dir. Dass du jenseits von jeglicher Erklärung einen Frieden bekommst, der nur von Gott ist. Möge Gott einen Frieden in dein Herz hineinsprechen und dein inneres Auge heilen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Infos unter icf-reutlingen.de.